Eine neue Woche hat begonnen und es gibt neuen Optimismus in Sachen Handelskrieg. Aber diesmal sind es immer mehr die Chinesen, die jetzt sagen, wir stehen unmittelbar vor einem Deal. Wirklich ganz, ganz unmittelbar, während die Amerikaner schweigen. Warum schweigen sie? Sie haben einfach offenkundig nichts dazu zu sagen. Weder eine Bestätigung noch ein Dementi. Normalerweise waren es ja die Amerikaner, die immer wieder gesagt haben, Mensch, wir sind unmittelbar davor und super, alles ganz toll. Jetzt sind es plötzlich die Chinesen. Was sagt uns das? Was läuft da hinter den Kulissen? Das wissen wir noch nicht. Jedenfalls ist auffällig, dass die Amerikaner sich überhaupt nicht äußern. Mithin also die Trump-Administration, die ja sonst nicht gerade auf den Mund gefallen ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wir denken da an einen Larry Kudlow oder auch einen Steve Mnuchin, der gerne mal in Optimismus gemacht hat. Schauen wir uns mal hier die Geschichte an, wie die Global Times sie dargestellt hat. Da hat man gesagt, ja, wir haben uns grundsätzlich geeinigt. Es gibt nur noch ein paar kleine, ganz kleine Differenzen in Sachen Zölle. Wie viel soll da abgeschafft werden? Die Frage ist, reden die Herrschaften aneinander vorbei, wie schon so oft? Möglicherweise meinen die Amerikaner, okay, wir haben angeboten, dann die ab Mitte Dezember eigentlich anstehenden Zölle nicht einzuführen, während die Chinesen meinen, dass die Amerikaner zumindest einen Teil, wenn nicht sogar alle Zölle, die bestehen, abschaffen wollen. Das ist die große Frage. Jedenfalls ist nach wie vor alles offen. Hier hat ein sehr intelligenter Leser kommentiert auf Finanzmarktwelt. Ich denke, dass China die USA unter Druck setzen, indem sie weiter Hoffnung schüren, steigt gleichzeitig das Enttäuschungspotenzial an Märkten, falls Trump bzw. seine Administration die Angebote nicht annehmen. Dazu steigert China so sein Ansehen, da sie sich als kompromissbereiten und seriösen Verhandlungspartner zeigen. Sehr clever. Richtig ist, wenn jetzt sozusagen dieser Deal nicht zustande kommt, dann kann China sagen, naja, es waren ja die Amerikaner. Man kann also den Amerikanern dann den schwarzen Peter zuschieben. Das ist keine wirklich dumme Strategie. Da muss ich diesem Kommentar durchaus recht geben. Aber wie oft waren wir schon vor einem solchen Deal? Die Märkte hossieren heute wieder. Wir sehen Allzeithochs an der Wall Street. Der DAX hat da noch ein Stück. Aber wir haben hier zum Beispiel einen Larry Kudlow, der schon im Februar gesagt hat, 2019, vielleicht war es auch 2017, weiß ich nicht mehr genau, jedenfalls hat er gesagt, we are on the cusp of a historic trade agreement. Wir sind unmittelbar vor einem historischen Handelsabkommen. Nun, es sind ein paar Monate ins Land gekommen und wir haben sehr, sehr viele Rallyes an den Märkten gesehen, aber immer noch kein Abkommen, immer noch kein Deal. Vielleicht kommt er ja noch, wenn wir nur lange genug warten. Das ist wie mit dem Weihnachtsmann. Hauptsache, die Geschenke werden dagelassen. Ob der Weihnachtsmann dann wirklich gekommen ist oder dass der Papa war, das ist dann vielleicht gar nicht so wichtig im Einzelnen. Wir sehen das dann zum Beispiel interessanterweise, die Bank of America, Merrill Lynch, schreibt, naja, also was aus unserer Sicht dagegen spricht, dass wir bald einen Handelsdeal haben, das ist der Stand des S&P 500. Ist also die Hosse an den Aktienmärkten, denn je stärker sozusagen die Rallye ist, umso weniger die Neigung, der Zwang für Donald Trump und seine Administration hier wirklich auch diesen Deal unbedingt abzuschließen. Hier sagt Bank of America, Merrill Lynch, no pain, no deal. Kein Schmerz, kein Deal. Und derzeit haben wir alles andere als Schmerzen. Es gibt also sozusagen für Trump jetzt nicht die Notwendigkeit, unbedingt jetzt hier schon zu agieren. Wir werden sehen, was passiert. Wir haben Allzeithochs an den US-Märkten. Ich erwähnte es bereits. Sven Henrik führt hier ein paar Punkte auf, wie wir das beurteilen könnten. Die Marktkapitalisierung zu Bruttoinlandsprodukt der USA 147,5% war nur einmal höher, und zwar bei der New Economy Bubble 2000. Market Price to Sales, also Marktkapitalisierung zu Umsatz 2,2, extrem hoch. Debt to GDP, also praktisch die Verschuldung des Staates USA, zum BIP 110%. Damit ist man, naja, nicht mehr allzu weit entfernt von einigen Problemkandidaten. Corporate Debt, also die Verschuldung der Unternehmen, ist bei 10 Billionen. Die USA selbst haben 23 Billionen Schulden. Die Konsumenten haben 14 Billionen Schulden. Earnings Growth, Gewinnwachstum, null. Wir haben die Projektion für das vierte Quartal. Da gibt es ja verschiedene Notenbankdistrikte, die hier berechnen, wie dürfte das vierte Quartal ausfallen. 0,5% derzeit, also deutlich schwächer als das dritte Quartal. Und wir haben dann die Rekord-Short-Position beim VIX. Sven Henrik bringt das auf den Punkt. Hey, wir haben also ziemlich beschissene Kategorien sozusagen. Lasst uns den VIX shorten und die Aktienmärkte auf Allzeithoch treiben. Und genau so ist es derzeit. Dabei haben wir schon woanders Schmerzen, zum Beispiel im Anleihenmarkt. Wir sehen hier
dass jetzt die Zinskurve sich immer weiter verflacht wieder, nämlich seit 9 Tagen jetzt geht diese Verflachung der Zinskurve wieder weiter. Wir waren ja vorher invertiert, dann gab es eine steile Bewegung, die Anleiherenditen nach oben, die Zinskurven sich wieder versteilt, entinvertiert sozusagen. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg in Richtung Invertierung. Das ist die längste Strecke einer sich verflachenden Zinskurve seit November 2015. Und wir haben Stress weiter am Repo-Markt. Heute gab es wieder Repo-Aktionen und die waren mehr als zweifach überzeichnet. Das heißt, es gab viel mehr Nachfrage seitens der Banken, als überhaupt ein Angebot durch die Fed da war. Wir sehen hier diese konstante Nachfrage. Hier wurden erstmals heute von der Fed auch schon solche Tender, solche Repo-Geschäfte gemacht, die mit Laufzeit Anfang 2020 dann sind. Also es ist ein unglaublicher Run auf Liquidität. Da ist irgendwas im Busch, wir wissen nur nicht genau was. Was da wirklich der Fall ist, warum nach wie vor dieser extreme Bedarf an Liquidität der Fall ist, wir werden es irgendwann wissen. Jetzt wissen wir schon, wie die Charts aussehen, die wollen wir uns anschauen. Hier der Nasdaq 100 mit neuem Allzeithoch, die Charts von, meine Damen und Herren, Sie ahnen es. Capital.com, genau, jetzt haben wir hier also diese steile Aufwärtsbewegung gehabt, dann jetzt ein bisschen Schwäche vorhin. Hat China den Botschafter der USA einbestellt und nochmal gewarnt, bitte nicht in Hongkong einmischen, nachdem ja die Demokratiebewegung dort einen wirklich spektakulären Sieg errungen hat. Das ist irgendwie schon wie so ein Stachel im Fleisch, Hongkong für China. Das ist unschön aus Sicht der Diktatoren, wenn da praktisch eine Demokratiebewegung irgendwie einen Virus möglicherweise auch an Festlandschina oder weitergeben könnte. Wir sehen hier den S&P 500, 3128. Wir waren auf diesem Niveau schon mal vor ein paar Tagen, haben dieses Niveau im Bereich 3131, 32 nicht überwinden können. Da ist der Chart entfleucht, aber er kommt wieder, meine Damen und Herren. Das ist das Schöne. Da sehen wir also, dass wir hier auf ähnlichen Niveaus aktuell hantieren. Und der Dow Jones hat kein neues Allzeithoch bisher gemacht. Der ist ziemlich genau an der 28.000er Marke. Was macht der DAX daraus? Der hat sich zunächst mal gefreut über den IFO-Index, der genau ausgefallen war wie erwartet. Aber IFO sagte eben auch, die Schwäche der Industrie hält an. Exporterwartung ist sogar noch etwas weiter gesunken. Mehr Unternehmen wollen die Produktion zurückfahren, statt sie auszuweiten. Was derzeit ein bisschen rettet, sind die Dienstleister. Die erwarten ein sehr gutes Geschäft jetzt, ein sehr gutes Weihnachtsgeschäft, weil eben nach wie vor relativ geringe Arbeitslosigkeit und Lohnsteigerungen. Wir sehen Euro-Dollar jetzt in Richtung 1,10er-Marke wieder unterwegs. Dieser Optimismus in Sachen Handelsdeal, der beflügelt den Dollar. Darunter leidet dann auch Gold mit 1458 und wir sehen das amerikanische Crude Oil uninspiriert wie heute insgesamt der Markt, denn die Umsätze sind sehr dünn. Wir haben eine verkürzte Woche in den USA. Da ist Donnerstag ja überhaupt nichts los, am Freitag so ein Alibi, halber Handelstag und also muss alles irgendwie reingepackt werden bis in den Mittwoch, aber es ist dennoch sehr, sehr wenig Volumen an den Märkten. Wie so oft, wenn die Märkte steigen, ist das nicht gerade mit Saft gefüllt, nicht gerade wirklich mit Umsatzvolumina, naja, unterfüttert kann man sagen. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, wann die Amerikaner sich äußern. Ob sie jetzt irgendwann mal sagen, ja, die Chinesen haben recht. Oder ob ein Dementi kommt und man sagt, nee, wir sind nicht vor einem Deal. Das wird die große Frage sein für die Märkte. Die Märkte gehen derzeit davon aus, dass dieser Deal kommt. Und dass die Chinesen also das sagen, was der Fall ist. Wir werden sehen. Es wird spannend. Ich wünsche einen schönen Feierabend und sage Servus.